So, da sind wir wieder bei Let's Play Halo 5 Guardians hier auf Sick Enterprise. Herzlich willkommen, Freunde. Genau, wir müssen Palmer nochmal reporten und dann geht's los. Wir werden den Guardians in einen Aufsang Halo aussuchen. Hallo, Holly. Yep, I know. Diesmal wird auch nicht viel gequatscht. Wir gehen direkt zu Palmer. Wir kennen das ja hier schon. Ist da Palmer hier beim Arbeiter? Ja, ne? Hallo, auf geht's. We will begin when the constructor is ready. Dr. Halsey said the calibration could take days. Then we will begin without it. I have waited too long to let this opportunity pass. Ah. Commander, mission complete. Dr. Halsey has the constructor. Good work, Osiris. Once Halsey has the constructor sorted, Arbiter's people can move on Sinion, and I'll get her off world. Gut, wir waren zwar schon bei Holz, aber ich schätze, dann machen wir das halt nochmal. So, hallo? Hallo? Cyrus, come look at this. Ja, ja. I'm using this structure to upload the recording from Meridian into the constructor. Make sure you're ready to go when I give the signal. Standing by, Doctor. Get comfortable. It could be hours. I take it back. It's headed for Sunion. It's moving towards the Guardian. Orbiter, it's time. Gut, auf geht's. Das war so. It could take a... Wait! No, no, it's moving right back. Let's go. Today the Covenant will fall. San Helios will be free. Oh yeah. You know what I did to create the Spartans. All in the name of the greater good. Doctor, we don't have time. Cortana is built from a matrix of my own mind. The domain gives her incredible power. I understand. Spartan Locke! Stop her! But please. Bring John home to me. Ja, ja, Halsey. Sitze alte, da bedauert sie dann nochmal, ja? Oh. Also, wer mehr über die Entstehungsgeschichte des Spartan 2 hören will, gerne mal bei unserem Hörbuch zu Schlacht und Reach reinhören. Verlinke ich mal in der Beschreibung. Everyone ready? Actually. Tanaka, if I could ask a favor. Just say a word or two. Come a long way together. A long way yet to go. Let's make a good jump like we mean to. And handle fools like we need to. 90 seconds to insertion. Da hat sie nicht gesagt. And may Buck buy the first round when we get back. Was trägt man eigentlich so in der Zukunft? Das ist so epic einfach. Ich meine, yeah, let's fucking go, alle. Oh man. Jetzt geht der Krieg richtig ab. Okay. Hauen wir mal der Allianz nochmal aufs Maul. Das Licht ist immer noch grün. Oh yeah. Cooler geht's kaum. Let's go. Ja! Oder für das Universum? Keine Ahnung. Hauptsächlich für irgendjemanden einfach. Ja. Gott. So. Gut. Auf geht's. Ja. Geht das nochmal? Hier den Kabeln folgen? Ah, ja. So, ne? Ja. Oh, das ist jetzt so geil. Gebt euch das mal. Da weiß ich noch genau, wie cool das war. Ja! Gebt euch das, wie der da hochklettert. Badass. As hell. So ein Alter. Also, die Wand ist hoch, zu hoch, selbst für einen Alien. Naja, ich hab Prophet's Bane dabei, ist ja kein Ding. Haben die sich jetzt gegenseitig gestackt? Gott, das, die Ereignisse überschlagen sich wieder so, das ist so. Kann mir auch keiner sagen, dass das nicht Halo ist. Das ist, ja. So, hallo.
Forge of St. Helios. All ships report in. Abbott on station. Onslaught on station. Revolution on station. All ships. Focus fire on Covenant Air Forces. Send them crashing to our watery grave. The Arbiter's fleet is arriving. Bring down the air defenses so they stand a chance. Yup. On my way. Visual on anti-air emplacement. Shut it down. Give the Swords of St. Helios some airspace. Machen wir das mal von der Ferne aus. So, zack. Würde ich sagen, ne? Spartan locked the Swords of St. Helios. Air defense is down on my position. Sending air support. Keep moving. There's plenty more to do. Snap. Okay. Okay, okay, okay. Ach ja, schon fertig. Schon fesch. Gefällt mir, ich mag das. Das ist eine coole Mission. Vor allem wegen der Intro-Cutscene bisher, auf jeden Fall. Und weil der Arbeiter so bad ist, der Hochleiter. Ich meine, hallo? Wer hat sich das ausgedacht? Das. Da hat bei Street for Three mal gedacht, ja, wir machen einfach cool, komm. Das ist nice, das gefällt mir auch. Über uns geht's auch noch weiter, ne? Warum komme ich jetzt nicht da hoch? Hallo? So, hauptsächlich. Wow! Springt ihm erstmal direkt ins Face. Was? Warum? Ah, Chaos! So, ganz ruhig noch. So, tschüss und tschüss. Und ich sag auch tschüss. Hallo. Oh Gott. So, erstmal hier drin ein bisschen gemütlich machen. Oder auch nicht. Hallo. Stört mich eure Party. Stört mich eure Party zu stören. So. Gott, es ist alles so. Bam! Bam! Ground Pound und Action Mila und. Hallo Bug, kannst du mir deinen Assault Rifle geben? Ich hätte gerade richtig Bock drauf auf so einen Assault Rifle. Oh, was bist du? Access Console! Oh, das ist Intel, ja. Nice. I completely understand you, my friend. Naja, eigentlich mit weniger, aber gut. Was mir übrigens, ich habe letztes Mal erzählt, dass ich, oder, ne, war schon vorletztes Mal, ich glaube, es war vorletztes Mal, dass ich ja Borderlands The Pre-Sequel gespielt habe, mit ein paar Freunden, im Koop, was cool war. Da hat mir aber echt eine Sache gefehlt im Gameplay, und zwar die, so ein Slide. So, also, Inje. Also, ein Slide halt. Aus dem Sprint raus, da so cool sliden, das wird zu Borderlands, hätte das richtig gut gepasst, Fan. Und nein, es war nicht da. Okay, keine Meisel mehr, das ist doof. Das heißt, wir müssen engagen. Na, komm. Oh, fuck, da ist ja noch eine Elite. Hallo? Du hast mich nicht gesehen, ne? Nein. Oh Gott, ich schieße gerade auch random rum, aber irgendwie funktioniert's. Oh, hallo. Ich weiß nicht, das Design von hier, dem Plasma-Geschütz. Das finde ich, es ist schon nicht schlecht, aber es ist nicht ganz so cool. Das Alte hat mir besser gefallen. Aber gut, es war auch mehr so für Brutes auch irgendwie, ne? Oder? Ich weiß nicht. Also es hat zu Brutes sehr gut auf jeden Fall gepasst. War so ein bisschen fetter. Ja, so, wir müssen hier lang, schätze ich. Das war das Einzige an dieser Mission. Ich habe mich, ich glaube, einmal an einer Stelle echt ein bisschen verirrt. Auch wenn es eigentlich voll billig war, aber... Soll vorkommen, soll vorkommen. Das ist jetzt noch verändert. Denkst du, du überlebst? Oh, scheinbar schon. Hallo? Kriegst erstmal ein bisschen ins Face. So. Oh, ich muss wohl doch hier lang. Hoppla. Gut, so. Dafür ist der Scanner nochmal gut. Der ist auch gut für so Intel. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Wenn man das hier macht. Jetzt gerade ist es schlecht, weil der Controller eh vibriert. Und das macht und der dann ein bisschen vibriert, der Controller, dann weiß man, es ist Intel oder irgendein Easter Egg oder so in der Nähe. Dann kann man sich nochmal genauer umschauen. Also sollte man eigentlich schon gelegentlich mal machen, aber gut. Oh Gott, hier ist schon Krieg, ja? Doch, hauptsächlich. Hast du irgendwas? Nein. Hier, hallo? Oh, gut, das kriegen wir schon hin, ja. Hier noch irgendwas in der Ecke. Einfach mal aus Prinzip gucken.
Oh, hallo. Wasser. Wie gesagt, das erinnert mich immer noch, diese Stadt hier so ein bisschen an... Auch wenn es ein Scheißfilm ist, wir alle wissen es, ist in Episode 2, Star Wars, vielleicht, wie ist der Planet nochmal nicht, wo die Klone erschaffen wurden, ne? Und Obi-Wan dann da gegen Jango Fett kämpft und so, krasser Scheiß. Ja, diese Prequels, aber Force Awakens war geil und jetzt wurde ja auch der erste Teaser zu Episode 8 schon mal gedroppt, wo und so nochmal... Ein schon geiles Stück Soundtrack auf jeden Fall hört. Ja. Ich freue mich schon, wenn der auf Blu-ray und so rauskommt. Ich werde den mir, glaube ich, nochmal dreimal hintereinander angucken. Echt geil. Also schon ziemlich gut. Ich war wieder ein kleiner Junge, als ich das geschaut habe. Das war schon cool. Wie gesagt, Blog-Eintrag. Wer mehr wissen will. Hallo? Ach, da oben sind Sniper. Hoppla. Was ist denn jetzt hier? Ah Gott, es geht so viel auf einmal wieder ab. So, erstmal ein bisschen ordnen hier. Wo ist denn jetzt der zweite Sniper? Den wollte ich eigentlich mal down haben, weil sonst nervt er mich gleich. Na? Na? Ist der weggerannt oder irgendwo anders hin? Ah, well, I don't know, but I don't care. Bin Spartan Lock, yo. Was ist das denn hier? Was ist das? Mysteriös. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Schild gemacht. Und Leute, ich werde dazu oder noch ein Video machen. Vielleicht ist es auch schon da. Mal sehen. Nachdem mal diese Folge hier kommt. Star Wars Knights of the Old Republic. Ich setze nochmal den ersten Teil. Den spiele ich aktuell noch. Es ist echt geil und jetzt habe ich auch wieder richtig Bock auf Mass Effect bekommen. Mass Effect war auch geil und mir haben alle Teile sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, also der erste und der dritte streiten sich bei mir immer so ein bisschen nach dem Besten. Der dritte einfach, weil es Epic Finale ist und die Story einfach, es geht einfach nur noch ab, muss man so sagen. So, es ist einfach nur krass. Auch wenn das Ende manchen, naja, aber gut, kann man sich drüber streiten. Mass Effect 1, einmal weil es eine ziemlich geile Story hat und das Rollenspiel-Gameplay da auch noch deutlich geiler war als in den im zweiten und im dritten. Ja. Der zweite ist, wie gesagt, den finden viele ja den besten, aber ist, ja, ist auch ziemlich nice, aber nicht so meins. Aus diversen Dingen. Allein wegen, Gott, ich habe so viele Namen vergessen. Viel zu lange her alles schon wieder. Ja, ist diese böse Menschen. Cerberus. Cerberus. Ja, aber man muss ja mit denen zusammenarbeiten eine Zeit. Nein! Toll, die Granate hat jetzt drei von uns getötet. Vale! Du bist... Oh, Vale stirbt jetzt. Guckt euch das an. Wie, was ist mit dir los? Schafft sie das? Oh Gott. Warum hat sie sich rumteleportiert? Das ist die große Frage, die man sich stellt. Ja, aber Mass Effect 2 nicht so gut. Aber ich habe jetzt richtig Bock auf Mass Effect Andromeda. Mein... Neues Mass Effect, neue Story mit geil. Also, wie sich da manche Leute nicht drauf freuen können, das ist mir ein Rätsel. Wirklich. Wo ist denn der Generator hier? Halt's Maul da oben mal. Oh oh. Okay, schlechte Idee. Was? Tonaka halt irgendwie am öftesten, habe ich das Gefühl. Gott. Wie gehen wir das jetzt an? Das ist mir gerade so ein bisschen suspekt. Wir gehen jetzt hier links rum und dann holen wir einfach alles rechts ab. Mein Gott, was soll der Geiz? So. Hallo, hallo, hallo. Ich wusste doch, dass du hier noch warst. Oh, tschüss. Ja, genau, hier irgendwo in der Nähe hatte ich mich dort beim ersten Mal oder beim zweiten Mal spielen echt verlaufen. Es war sehr... Ah, die braucht manchmal länger zum Aufladen. Ich denke, ich lasse dann mal schon los. Und dann ist es... Ah, verwirrend. Okay. Ah. Oh! Fuck! Wo kam er denn jetzt her? Ich gucke so aufs Radar, denke mir so, wer ist der über mir? Oh Gott, komm schon. Irgendwer. Ihr seid nicht so weit weg. Vale. Oh Gott. Thank God. Fuck, was ist mit dir eigentlich los? Man, den Frauen kann man vertrauen hier. Aber irgendwie... Auf dich ist nicht so viel verlassen, ne?
Ja, I'm on my way, man. Okay, das ist eigentlich ganz schön dumm, was ich hier gerade wieder mache. Weil es exakt nichts bringt. Problem ist aber halt, ich habe keine Waffen. So. Was gibt's denn hier? Stormrifle. Wow. I'm so... Nein, nein. Und ich fall runter und... Ja, nice. So, so läuft es gut. Ich mag das, mir gefällt es. Wo sind wir jetzt wieder? Wahrscheinlich. Wir machen alles nochmal, aber diesmal ordentlich. Würde ich mal sagen. Ah, da ist das Ding. So. Okay, wo ist denn das Ding da? Sieht man das von hier zufällig? Nein, ne? So. Du gehst nicht ans Geschütz. Gut, gut. So weit, so schön. Sieht wieder weg. Okay. Gut, Checkpoint sogar. Nice. Läuft doch besser. Gefällt mir. Nein. Elite drin. So, die ist jetzt aber auch weg. Das Flak nervt nämlich schon ziemlich. Ich hoffe, da setze ich jetzt keinen anderen rein. Muss ihn im Auge halten. Gott! Okay, da ist kein anderer drin noch. Very nice. Nee, ich, boah, das dauert ja bestimmt ewig, die Kanonen selber hier. Machen wir mal die Power Source. Kabel, Kabel, Kabel da. Also. Gut. Würde ich sagen, ne? Holen wir mal noch die letzte Kanone. Wo ist das Ding denn? Hallo, hier ist ein Schild. Wie ging das nochmal? Ne, so kommt man da nicht hoch. Hallo, 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 hier ist nicht einmal eine Treppe zu. Ich bin hier gerade in der Messe, ja? Es ist Sonntag. Alter, die Guns, die machen richtig so Verehrung mal wieder hier von diesen Guardians. Das ist schon krass. Okay, gut, so viel dazu, aber ich würde jetzt nochmal sagen, mit diesen Guns und ihrer Messe südlich Guardians und draußen. Verabschiede ich mich jetzt erstmal kurz. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit dieser Ausgabe von Let's Play Halo 5 Guardians hier auf Sick Enterprises. Haut rein!